Ahoi, Leute, willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wir haben uns jetzt ja den Wagen letztes Part noch geholt und ich wollte mal gucken, ob wir den auch sprengen können, um Geld zu holen. Ja, können wir. Problem ist nur, dass das meiste Geld unter dem brennenden Wrack liegt, dass man 2 Sterne bekommt. Oh shit, oh shit, oh shit, schnell die Mission gehen, dann hoffentlich sind die Sterne dann weg, ey. Taking in the trash. Hey, Nico, Ray, take a seat. Thank you. So, you took care of that thing. Yes. I appreciate that. Hey, no, I look after my friends. I got a lot of friends, important friends. Jimmy Pegorino is a personal friend of mine, more or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. You've been what? What are you, a fucking idiot? White trash motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey, hey, hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now. Speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice in it. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. 3 guys. Good guys. Friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. Hey, Sugar. Come here. Oh, this'll be over soon. Okay, die ist ein bisschen verkrackt. Stop smoking this stuff, Ray. I'm fucking killing myself. Hä, wieso Crystal ist doch chilliger? Weiß ich nicht, was sie meinen. So, hol den Trashmaster. Moin, wie geht's euch? Luca? Yeah, you Nico? This is Tuna Fish and Johnny Spaz. Tuna, Johnny, Nico. Hey. So, we're all friends now. All right, Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Let's roll. So, jetzt umziehen noch. Sehen wir wahrscheinlich wie die Sneak aus. Ja, LSD. First pickups in Chinatown. Let's hit it. Someone's been throwing out the load of diamonds? You could say that. Ray got that tweaker chick of his, the biker broad. You met her? Yeah, she's pretty strung out. Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club owner guy. Her friends are the lost biker gang. I think I worked with a member of that gang up on Bowhand. He was called Johnny or something. Diese Mission, die wurde später auch noch in den Episoden ein bisschen anders behandelt. Weil, wie gesagt, der Club Owner. Und die Biker Gang sind ja Teile von den beiden Episoden. Gar kein Problem. Oh Gott. Sind wir gesperrt, Herr Park. Next one's on 8th Street. Move out, Nikki. Bikers get so fucked or meth that they threw the ice away? Nah, it seems his club owner's got more connections than a subway line. He's in with the Ancelotti's, the Dominicans up in Northwood, everybody. Ray came up with this plan to keep a bit of distance. He
between us and the robbers. The bikers is taking the heat for this shit. This ain't the easiest way to pick this shit up, even if we don't want to attract any attention. Yeah, me and Tony were saying that before you got here. You're saying that there's a lot of opportunities oh God, to go wrong. The bank could split, the diamonds could go missing, really. That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Of course not. You know how pissed Ray would get if he found out some diamonds were missing? He has a temper. Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out our profits a couple years back. Ray fed him to a dump truck. There was this point where the sounds of his scream stopped, and all you could hear was his... This is the other one, Tuna. Grab it. Schon mal die Müllpresse vorher aufmachen. This is the radio of the Shit, man, looks like we got company. Crap, someone's got wise to us. Let's get the hell out of here. Drive the fish market south. Captain Hook ain't gonna be following us no more. Let's get the ice back. You done good, Nicky. Einfach durch seinen kompletten Wagen durchgeschossen. Schon langsam dieser Müllwagen, ey. Komm aus dem Weg. Hier haben wir Cherise getötet und den einen Typen dann noch verfolgt. Wir können auch wieder hieß, der Freund von Cherise, also die Ex-Freundin von Dwayne, den wir auch umgebracht haben, weil der eigentlich ein dummer Vollidiot ist, der in der Vergangenheit lebt. Und warum lehnen die sich immer nach außen? Ist nicht viel schlauer, sich nach innen zu lehnen, wo man nicht runter, wo man nicht gegengeschlagen wird. Haben wir es ja schon geschafft? Sieht ja schon so aus, weil hier ist ja die Ablage. Warum nehmen wir all die Vorfahrt? Ja klar. Was hast du erwartet, dass ich nicht schaffe oder was? I thought I was gonna be checking out for sure. How'd they find us? I thought that we went to all this trouble so no one would know. I don't know. These diamonds are serious. Anyone who heard of them would want them. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tony will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Jo, man sieht sich, nicht? $9,000, Alter. Luke and his crew have got the stuff, Ray. It's all in the back of the truck. We'll keep an eye on it. They didn't pull nothing? I don't know, Ray. You don't trust them? Then weigh the ice. And catch you around. Gut, wir haben jetzt noch Ray. Wir gehen nochmal zu Persian kaufen uns noch einen Anzug. Ich habe keinen Bock, jetzt zum Haus zu fahren. Warum ist die Heckstoßstange schon halb ab? Das Einzige, was schlimmer sind als die Motorradfahrer, sind die Rollerfahrer in GTA. Ich glaube, die Bank haben wir ausgeraubt. Hä? Wieso? Was hab ich denn gemacht? Hä? Ein Rollerfahrer umbringen ist jetzt doch kein Verbrechen, Alter. Das war auch nur Scheiß. Natürlich sieht der mich hier auch noch.
Hier könnte irgendwo auf dem Map ein rotes Auto sein. Oh, ich habe ihn gesehen. Das ist ja nicht rot, das ist ja eher so ein braun-rot. Oder? Ich würde sagen, das ist ein dunkelroter Ton, der so leicht ins Braune übergeht. Aber was weiß ich schon, ich habe gar keine Ahnung von Farben. Außer wenn Leute sagen, das ist gelb und ich sag, außer Leute sagen, es ist grün und ich sag, das ist gelb, stellt sich aus, es ist gelb. Und keiner sieht das richtig. Aziz. Mach doch jetzt nicht diese. Dummes Taxi. Purchase. Lass am Baum parken. Waffe wegstecken. Okay, wir sehen, was wir nochmal kaufen. Was ist das denn hier? Nee, den mag ich nicht. Ich habe ihn gekauft, aus Versehen. Nein, das habe ich doch schon. Obsidian. Nee, ist auch hässlich. Was ist denn das? Charcoal. Onyx. Was mit Onyx? Onyx sieht ganz okay aus. Den kaufen wir uns. Ach, obwohl, die Hose passt da gar nicht zu, oder? Kann ich mir eine andere Hose nehmen? Wo ist ein Weg? Ein Nippel. Carbon. Nee, sieht scheiße aus. Was ist mit dir? Charcoal? Hässlich. Was ist denn das? Espresso? Was ist das? Warum sind das so hässlich Anzüge, ey? Carmen. You can do that? It might be real useful, Carmen. I'll talk to you soon. Gut. Was ist mit dir? Warum kostet der 2000? Der ist mega hässlich. Aber es ist so schwer, hier was Vernünftiges zu finden. Mesh Obsidian. Charcoal und Onyx. That's an interesting look, sir. Charcoal und Blumenhemd. Was bist du? Oh Gott, was ist denn hier los? Ich glaube, ich hoffe, von denen hast du hier nochmal. Nein, nicht die. Hä? Was ist mit der Hose los? Nochmal den gleichen Anzug gekauft, wir haben ja das Geld. Und jetzt wollte ich noch andere Schuhe holen. Braune will ich nicht. Schwarze? Ich weiß gar nicht, wie die schon haben. Braune Wingtips. Schwarze Wingtips, hier haben wir bestimmt nicht. So, gut. Nochmal ein bisschen unnötig Geld ausgegeben. Hä, unser Wagen war doch gegen den Baum geparkt. Warum hat der, wer hat den umgeparkt? Wer noch nicht Assis war das? Oh, die Teil kann man umfahren. Dachte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, das heißt zu Ray wieder. Ray Buccino. Oder Buccino oder Buccino oder... Der Italiener, Carmen. Ja, halt deine Fresse, Alter. Was wollt ihr denn einfach? Ich hab gar keine Zeit dafür. Ich muss auch Geld verdienen. Ach, scheiße. Okay, noch 6 Minuten, das heißt, einen Auftrag schaffen wir bestimmt noch. Wahrscheinlich schaffen wir ihn absolut nicht und es ist komplett egal, weil wir dann überziehen werden. Ich finde diese italienisch Farbe, also die italienfarbenen Flaggen, also, dass die so bemalt sind, die Laternen und alles, also die sind nicht wirklich, weil die sind ja einfach, ist ja von oben nach unten und nicht von links nach rechts, die Streifen. Hoffentlich weiß irgendjemand, was ich meine. Ansonsten wäre es ein bisschen doof. Phil, für den arbeiten später auch noch. Phil, listen, you know me, and I know you. I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Yeah, listen, tell Jimmy I said hello. Okay,
I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Azzy. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Moment, da steht noch ein besserer Wagen als meiner. Okay, ab zu Luca und mal gucken, was der zu sagen hat. Muss nur noch mal werden, Penner. Gott, ey. I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nikki. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Ich weiß auch gar nicht, wer der. Also, Luca war ja der vorne sitzt, oder? Da vorne rechts war Luca. Warum steht hier einfach random Taxi auf der Straße? An dem ich mich festfahre. Okay, irgendwie ist der Wagen so geskriptet, dass er irgendwie besser fährt als ich, weil jetzt wieder einfach Gas gibt. Das schafft nicht hier mein Sportwagen. Das ist wieder so ein typischer GTA-Moment, wo so ein LKW mit Holz da umfällt. Und sowas gibt es einfach im normalen Spielverlauf gar nicht, dass da irgendjemand mal mit Holz rumfährt. Schießen wir erstmal auf die Reifen. Also einen habe ich safe getötet. Der hinten, der müsste eigentlich safe tot sein. Schnapp sie dir. Klettert auch rüber, meine Güte. Luca versteckt sie in den Toiletten. Hä, wieso habe ich jetzt die Sniper aufgehoben? Johnny's cut. Come on! Ray ain't gonna give you shit for helping him out, Nikki! You all happy now?
immer die Pistole ziehen, weil dann kann man auch sowas, dann kann man auch... Oh, die ist gar nicht mehr... Doch, kann ich ja. Denn dann kann man immer so eine Mordsequenz machen. Meistens. I took out Lucas' crew, and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever, they're dead, and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Gut, dann machen wir das auch schnell und beenden dann nach dem Part. Hotdog möchte ich jetzt nicht, danke. Nur eine dumme Nutte. Hä, was? Das hier langlauf kostet mich Geld? Ich glaube nicht. Da sind die überall Nutten. Vor allem Central Park. Nicht? Schade. Thanks, Nicky. I guess you never know who's gonna stab you in the back, huh? Thanks for the advice. So. Telefonat kommt es wahrscheinlich nicht, weil wir gerade mit ihm geredet haben. Dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.